Guten Morgen, liebe Menschen. Heute sind wir morgens dran. Ich begrüße von ganzem Herzen die Elke Schlett-Tams. Elke Schlett-Tams ist, ich glaube, hoffentlich mache ich alles richtig, Sozialpädagogin, arbeitet in der Erzieherausbildung, hat mehrere Bücher geschrieben und ist, und das ist unser Thema heute, Resilienztrainerin. Hallo, guten Morgen, liebe Elke. Ja, schönen guten Morgen, Anke. Schön, dass es klappt heute mit uns beiden hier. Wir kennen uns schon ein bisschen länger, Facebooken und haben ein bisschen Kontakt, telefonieren auch. Aber heute sehen wir uns auch das erste Mal in Bewegung. Das freut mich sehr. Und ich weiß, du bist gern in den Niederlanden und hast da auch was Schönes am Meer. Genau, das weiß ich. Ja. Und magst du zu dir noch ein bisschen was sagen? Ganz wichtig ist vielleicht, du hast mehrere Bücher geschrieben. Eins davon ist ein großes, grünes, dickes. Das ist Erziehen, Bilden und Begleiten. Und ja, da war ich Mitautorin, genau. Okay. Das ist ein Lehrwerk für die Erzieherausbildung. Es ist spitzenmäßig, dieses Buch. Ja. Und seit ich die Weiterqualifikationen mache für die Fachkräfte, alle haben dieses Buch gekauft. Und das sind ja über 500 schon. Das freut mich sehr. Das glaube ich. Klasse, das finde ich sehr schön. Erzähl von dir, was machst du so, wer bist du so? Ja, also du hast ja schon ganz schön viel gesagt zu mir und meiner Person. Ja, ich bin, wie gesagt, Sozialpädagogin unter anderem. Ich habe als Erzieherin einmal begonnen und habe also ganz klassisch die Erzieherausbildung gemacht und bin dann auch erstmal in die Praxis. Damals gab es noch den Hort in Nordrhein-Westfalen, das hieß, also ich habe mit Schulkindern gearbeitet. Ich habe zwei Leitungen gemacht, eine zweigruppige Einrichtung geleitet und eine viergruppige Einrichtung geleitet als freigestellte Leitung. Bin dann im ersten Erziehungsurlaub, habe ich mein Studium gemacht zur Sozialpädagogin, war als Fachberatung tätig. Also ich kenne so mehrere Perspektiven und dann hat es mich in die Ausbildung gezogen. Bin erstmal als Sozialpädagogin in der Ausbildung eingestiegen und habe dann parallel noch Psychologie studiert und auch ja, ganz klassisch Lehramt, Sozialpädagogik, Psychologie gemacht und bin jetzt schon seit, wenn man das dann so hört, 22 Jahren in der Erzieherausbildung und ja, rund 40 Jahre im Beruf ja, und mit der Pädagogik verbunden. Da sieht man viel und wir sind uns begegnet auch über das Thema Gewalt in Kitas und so weiter. Ja, ganz wichtiges Thema. Also ich bin dir da sehr dankbar, dass du das aufgreifst. Wir haben es jetzt auch für uns es steht nicht direkt im Lehrplan, aber wir haben es in der didaktischen Jahresplanung. Das sind die Jahresplanungen, die wir machen, um unseren Studierenden zu vermitteln, wie sie auf dem besten Weg natürlich mit dem Fachwissen Erzieher und Erzieherin werden. Da haben wir es auch aufgenommen, weil es so ein so wichtiges und zentrales Thema mittlerweile ist. Ein guter Anfang. Ich hätte es ganz gerne in den Lehrplänen, überall. Ja, ich kann es mir gut vorstellen. Und im Grunde kann man es auch gut einbringen unter Paragraph 8a, 8 des Sozialgesetzbuch, Kindeswohlgefährdung. Da passt es auch hervorragend. Und passt auch zum Thema Bild vom Kind und so weiter, ne? Geschichte der Erziehung. Also es passt überall rein eigentlich. Ja, es ist ein roter Faden, ne? Ja. Es beginnt ja mit der Grundhaltung der Erzieherin. Ganz genau. Ne? Also da gehört es ganz an den Anfang auch in die Biografiearbeit. Ja. Und das ist ja das, was du auch forderst, dass wirklich mehr Biografiearbeit gemacht wird, dass wir Einstellungstests machen sollten für die Erzieherausbildung. Ich bin da bei ganz vielen Dingen auch bei dir, weil ich natürlich auch täglich in der Praxis sehe, mit welchen tollen Menschen wir zu tun haben, die Erzieher und Erzieherin werden wollen, aber auch Menschen, wo Grenzen sind, die sich dann besser nochmal umorientieren. Ja. Das hast du jetzt sehr schön diplomatisch ausgedrückt. Was ganz wichtig ist, und da würde ich gleich gern zu unserem Thema kommen, sowohl für die Erwachsenen als auch für die Kinder ist das große Thema Resilienz. Ja. Weil wenn ich resilient bin, dann kann mir auch mal was geschehen und ich werde nicht daran zerbrechen. Und deswegen wäre parallel mit Biografiearbeit, würde ich ganz gerne Resilienztraining in den Schulen auch haben, ne? Und in den Einrichtungen auch. Elke, erzähl mal, du bist Expertin für Resilienz. Was ist Resilienz? Wo kommt sie her? Wie kriege ich sie? Warum brauche ich sie? Also querbeet durch. Querbeet durch. Also erstmal bin ich auch da ganz bei dir, dass ich sage, für mich gehört Resilienztraining in alle Schulen flächendeckend. Das hat gar nichts mit Erzieherausbildung zu tun. Und ich würde sagen, die Corona-Zeit zeigt uns auch, dass es erforderlich ist. Das ist so das eine. Damit aber jetzt auch hier unsere Zuschauer und Zuschauerinnen wissen, was Resilienz ist,
möchte ich das auch gerne erklären, weil ich weiß, dass dieser Begriff noch gar nicht so bekannt ist und viele wissen gar nichts mit diesem Begriff anzufangen und da fängt es eigentlich schon an. Ja, oder ein bisschen was, ne? Viele glauben, das ist Widerstandsfähigkeit, so wird es übersetzt, aber das ist halt nur ein mini, mini kleiner Teil von Resilienz. Ja, also es stimmt schon, es ist eine Widerstandsfähigkeit, es ist auch eine Widerstandskraft. Es kommt ja auch aus dem Englischen, eigentlich aus der Technik, aus der Physik, denn es heißt im Grunde biegsam, biegsames Material. Ich vergleiche es lieber eigentlich mit der Natur, dass man eben das Schilfrohr anschaut, was sich unter, sage ich mal, Sturmbedingungen wiegt und biegt und dann hinterher wieder aufrichtet. Und ich sag mal, die wunderschöne Eiche, die da ganz stolz steht, die kann es richtig umhauen. Wenn ein Sturm kommt, die ist nicht wieder in der Lage, sich selber einzupflanzen. Ja? Also da sieht man so diese Beweglichkeit und das ist eigentlich das, was Resilienz auch ausdrückt, dass man im Fluss ist und in der Bewegung ist und dann tatsächlich aufgrund dessen, dass man die Dinge annehmen kann, wie sie sind, was nicht heißt, dass ich es gut finden muss, dass man dadurch natürlich auch besser durch Krisen kommt. Denn wenn ich in den Widerstand gehe, wenn ich da wirklich eine Blockade aufbaue, dass ich sage, Mensch, warum muss mir das ausgerechnet passieren? Immer passiert mir das. Dann vergrößere ich im Grunde meinen eigenen Schmerz, damit klarzukommen mit dem, was mir widerfahren ist. Und das ist das, wo viele Menschen dann wirklich auch Probleme bekommen in Form von, ich sage jetzt mal, psychosomatischen Erkrankungen. Also es kann bis zu einem Burnout gehen, wenn man tatsächlich dann sich in so eine Gedankenspirale reinbegibt. Und das hat ganz viel mit Selbstkommunikation zu tun, mit einem Eigendialog, ja, der in unserem Kopf, ich sage immer zwischen hier unseren Öhrchen, in unserem Biocomputer stattfindet. Da passieren ganz viele Dinge, die unsere Resilienz stärken können, sodass wir dann psychisch gesünder sind. Also es hat ja ganz viel mit psychischer Gesundheit zu tun. Ja. Aber wie du eben schon sagst, ist es natürlich wichtig, damit klarkommen zu können. Das heißt nicht, dass wir so richtig gestärkt sind und dass es heißt, uns haut nichts mehr um, sondern das Thema ist, wie gehe ich damit um, wenn ich wirklich Probleme habe? Ja, und ich kann auch mal erkranken. Das heißt nicht, wie es in der Wirtschaft ja oft missverstanden wird von der Resilienz. Wenn wir erstmal Resilienztrainings machen, haben wir ganz starke Mitarbeiter. Die Krankenausfälle haben wir nicht mehr. Unser Personal ist gestärkt. Ja, wir haben diese Probleme nicht mehr. Die können durch Konflikte gehen. Alles kein Thema. Das ist es nicht. Es ist nicht Unverletzbarkeit, ne? Das ist das Thema, wie gehe ich damit um? Und es ist auch das Thema, wie gehe ich mit Glaubenssätzen um? Und das ist das Schöne bei Resilienz, es ist eben keine angeborene Fähigkeit. Man kann es lernen, in jedem Alter. Im Idealfall kann ich es von klein auf. Ja. Aber ich bin jetzt 52, also fast 52, ich bin resilient, aber ich könnte auch daran mit Sicherheit noch was trainieren und ich kenne viele Menschen, die fallen wirklich um, wenn nur mal ein Lüftchen geht und da wäre ein Resilienztraining oft die Rettung, ne? Weil es hat was mit einer Lebensführung zu tun und mit Zufriedenheit, würde ich jetzt mal sagen. Im Leben. Auch. Und wie kann man es denn trainieren? Wenn ich jetzt zu dir komme und sage, hallo, ich möchte gern resilient werden, was machst du mit mir? Also ich habe, du hast es eben ja gesagt, du hättest gerne Resilienz an den Schulen. Und ich habe gesagt, ich hätte es auch gern an den Schulen. Ich muss gestehen, bei uns an der Schule ist es mir geglückt. Ich habe da ein recht dickes Brett gebohrt, sage ich mal. Wir haben es in den Wahlbereich für unsere angehenden Erzieher und Erzieherinnen aufgenommen. Das hat wirklich lange gedauert, weil es in den Köpfen einfach noch nicht ist und nicht klar ist, was es bedeutet. Also das eine ist ja, dass ich als sozialpädagogische Fachkraft die Resilienz entwickle. Und mir ist es auch ein absolutes Anliegen, dass angehende Erzieherinnen und Erzieherinnen als Multiplikatoren in die Einrichtungen gehen und dann natürlich als resiliente Persönlichkeit Vorbild für Kinder sind und das auch weitergeben können. Ja, das ist so ein zentrales Thema. Und was ich da mache, ich habe also ein Programm entwickelt, was wir bei uns an der Schule über ein Jahr im Wahlbereich auch durchführen. Und wir gehen da durch diese Säulen der Resilienz. Also hier in diesem einen, also kann man nachlesen, ich habe es auch im Bildungsverlag 1 publiziert, stark durch Resilienz. Wir beginnen dein Buch schreiben wir in diese Shownotes, dann kann das jeder. Genau, da kann es jeder sehen. Und dass wir wirklich dann zu den einzelnen Säulen der Resilienz, das ist ja Akzeptanz, das ist
die Selbstwirksamkeit, das ist Netzwerken, das ist Zielorientierung. Also diese Säulen, die haben wir drin in diesem Training und dann arbeiten wir jeweils zu diesen Säulen. Wir zum einen theoretisch natürlich, so dass das Fachwissen da ist, aber zum anderen machen wir auch sehr viele praktische Übungen und da leihen wir uns natürlich einiges auch aus dem Schauspiel, sage ich jetzt mal, auch aus der Schauspielschule, sodass die, ich sage jetzt mal Menschen, die das Resilienztraining machen, auch wirklich nachfühlen können, was es bedeutet. Ja? Und dann ist das Ganze verbunden mit Trainingseinheiten. Also es gibt dann so Coaching, kleine Coaching-Aufgaben, die dann wirklich auch über eine Woche hinweg trainiert werden, sodass wirklich sich das Gehirn auch darauf einstellen kann, dass eine Veränderung passiert. Ja? Ich sage jetzt mal zum Beispiel so ein selbstwertschätzender Dialog. Dass man in die Achtsamkeit geht und wirklich mal beobachtet, was sage ich denn den ganzen Tag? Ja. Ja? Was sind denn die Worte, die meinen Mund verlassen? Möglicherweise, bevor ich es gedacht habe. Ja? Und das ist, ja, hier haben wir eine gute Schnittmenge auch zu dem, was du tust letztendlich. Wenn wir gerade darüber sprechen, verbale Aggression gegenüber Kindern, dass ich wirklich in die Achtsamkeit gehe und gucke, was sage ich denn da den ganzen Tag? Und dann wird mir möglicherweise, wenn ich das beobachte und wirklich für mich auch mal dokumentiere, dazu gehört auch eine Dokumentation, bewusst, was ich sage. Und dann erst bin ich ja in der Lage, die Dinge auch zu verändern. Genau, und auch wie spreche ich denn mit mir selbst? Ne? Also das kenne ich von mir auch. Ich trainiere seit 20 Jahren, versuche ich mir, das schnell abzutrainieren. Dieses, ich trinke noch schnell was und gehe noch schnell dahin. Bisher, naja, ich bin besser geworden, aber es ist immer noch, also dieser innere Antreiber, ich denke, er arbeitet auch so ein bisschen mit dem inneren Team, der ist bei mir, der ist noch zu groß, der hat noch zu viel zu sagen. Ist noch laut. Und jetzt mal, bitte? Das Team ist noch laut, oder? Das ist noch laut, ja. Antreiber sind noch laut. Ja, aber das macht ja was mit einem. Ja. Das macht erstens was mit mir selber, also jeder hat ja seine eigenen Stimmen. Ja. Und wenn ich mit mir selbst nicht freundlich bin, wie will ich es denn dann mit anderen sein, wo wir wieder bei Thema Gewalt wären? Also das hängt ganz eng zusammen. Ja, absolut. Und es ist ja tatsächlich so, wenn ich anfange, meine Gedanken zu beobachten, dann fange ich mit meinem Selbstdialog an. Ja. Ne? Wie ist mein eigener innerer Dialog? Das ist so die Basis natürlich, bevor ich da schauen kann, wie geht es denn auch raus? Und wie du das schon sagtest, wenn ich das nicht selber weiß, wie soll es gegenüber anderen sein? Ne? Und da trainieren wir ganz klar auch erstmal die Selbstfreundlichkeit, die Selbstannahme, die Selbstakzeptanz, sich selbst wertzuschätzen und sich selbst gegenüber auch respektvoll zu sein. Ja? Ja. Das sind die Dinge, die sind im Grunde auch ein Schlüssel dazu, dass ich Veränderungsprozesse einleiten kann. Dann gewinne ich an Souveränität, an Sicherheit. Denn vieles, was passiert, was Menschen sagen oder wie sie in der Interaktion sind oder in der Kommunikation sind, passiert ja daraus, dass sie selber mit sich gar nicht im Reinen sind und unzufrieden oder ihre Unzufriedenheit auch projizieren auf andere Menschen. Und da gucken wir natürlich auch, dass das entsprechend trainiert wird. Und ich sage immer, es ist wie ein Muskel letztendlich. Ne? Also wenn ich einen Marathon laufen möchte, also ich jetzt, ich kann den morgen nicht laufen. Ich schon gar nicht mehr, weil ich eine Fußverletzung habe. Aber wie auch immer, die Menschen, die es machen möchten, müssten es erstmal trainieren, ja, bevor sie es können. Und das ist genauso im Grunde, wenn ich mit der Resilienz beginne, wenn ich damit anfange, meinen selbstwirksamen Dialog zu überprüfen, da bin ich morgen nicht, zack, in der Resilienz oder dass ich dann sagen kann, jetzt habe ich es drauf, das darf ich trainieren. Und das darf ich auch über einen langen Zeitraum trainieren. Von daher ist das Resilienztraining, das ich anbiete, also das kleinste Paket, sage ich mal, wäre 3 Monate und im Grunde ist aber ein Jahr mit Sicherheit und auch weiter darüber hinaus förderlich, weil es ist ein permanentes darauf achten und trainieren, bis es mir in Fleisch und Blut übergegangen ist und es in einer, sage ich jetzt mal, unbewussten Kompetenz gelandet ist. Das dauert aber Jahre und Jahrzehnte, ne? Absolut. Also das ist, wie gesagt, das Schöne ist, man kann es jederzeit lernen und trainieren. Ja. Es reicht nicht, ein Buch über Resilienz zu lesen. Dafür ist Resilienz zu groß und ich glaube, man braucht auch die persönliche Anleitung ein bisschen dazu, ne? Weil es ist ja auch bei jedem anders. Ja. Ja, und je jünger der Mensch, desto, sage ich mal, mehr, finde ich, auch sollte noch angeleitet werden. Weil gerade die jungen Menschen, die zu uns in die Erzieherausbildung kommen,
kommen ganz oft mit einem relativ niedrigen Selbstwert, ja, und sehen bei sich nur die Fehler, sind hochgradig unsicher und entwickeln über die Ausbildung erst ihre Professionalität und ihre Selbstsicherheit. Mhm. Und es ist natürlich schön, wenn das parallel mit einem Resilienztraining laufen kann. Denn wir haben, wir gehen ja in die Praxis, wir normalerweise, wenn wir nicht gerade Corona haben, und begleiten unsere Studierenden, wenn sie ihre Praktika machen. Und dann ist das natürlich gerade bei mir oftmals auch ein ganz wichtiger Bestandteil, Persönlichkeitsentwicklung in Verbindung mit dem Thema Resilienz, ja, weil ich am eigenen Leib, sage ich mal, erfahren habe, wie wirksam das ist. Ich komme ja nicht so einfach auf dieses Thema, ja, weil ich es mir aus der Luft gegriffen habe. Also ich hab ja tatsächlich für mich selber auch die Resilienz trainieren dürfen und bin dann vor 13 Jahren auf dieses Thema gekommen, als ich selber wirklich mal, ich sage jetzt mal, mit meiner eigenen Resilienz, die ich so hatte, am Ende war und fast in einem Burnout gelandet bin und für mich dann überlegt habe, was kannst du denn für dich tun, dass du wieder rauskommst? Ich hatte noch einen hohen Anteil Selbstwirksamkeit und das war so die Zeit, als ich auch mein Lehramtsstudium noch gemacht habe und bin über die Psychologie, über die positive Psychologie zum Thema Resilienz gekommen und seitdem schlägt mein Herz für die Resilienz. Also. Ja, man merkt es auch. Und wie gesagt, so habe ich dich auch kennengelernt und ich finde es gigantisch und gratuliere dir, dass du es an eurer Schule etabliert hast. Ich hätte es gerne in allen Schulen. Ja. Und zwar vielleicht nicht unbedingt mal als Wahl, sondern als, damit beginnen wir. Ja, man müsste eigentlich beginnen, damit Menschen zu stärken, die mit Menschen mal arbeiten wollen, wahlweise ihnen zu zeigen, wie sie sich selbst stärken. Ja. Dann hätten wir schon mal in den Kitas, aber nicht nur in den Kitas, da geht es ja auch um Krankenhäuser, Altenheime, immer wenn ich mit Menschen arbeite. Ja. Ist es in meinen Augen besonders wichtig, dass ich ein, ja, zumindest freundlicher Mensch bin. Ja, danach können wir noch, man kann das dann noch perfektionieren, aber Freundlichkeit wäre schon mal ein schöner Anfang. Ist ein toller Anfang, finde ja. ich. Und gerade wenn wir über Spiegelneuronen nachdenken, wir können einiges verändern in der Welt, wenn wir freundlich sind. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Ja, und es ist ein Stück weit auch eine Entscheidung. Ne? Also das ist ja nicht immer nur Training, aber es ist auch dieser Schritt irgendwann, dass ich sage, wie möchte ich in die Welt gehen? Hm. Und auch das kann man üben. Nicht jeder ist jeden Tag freundlich, aber man kann sich daran erinnern, dass man sein wollte und dann ist man es vielleicht wieder ein bisschen. Und da gibt es ja auch die Übungen mit Stift in den Mund nehmen, Mundwinkel hochziehen, tausend Sachen. Genau, empfehle ich übrigens auch, Stift in den Mund nehmen. Wenn man es selber nicht schafft, trainiere die Muskeln. Die, die es nicht können. Genau. Ja, ist es ja. Ich denke mir immer, es wäre so viel leichter, wenn die Erwachsenen mehr Selbstverantwortung übernehmen würden und eben zum Beispiel freundlicher wären, dann müssten die nächsten Generationen, also die aktuelle und auch die nächsten Generationen, die, glaube ich, bräuchten dann kein Resilienztraining mehr, wenn die resiliente Vorbilder hätten, weil sie ja, wir wissen das, Bandura, sie lernen am Modell, sie lernen durch Nachahmung und es würden ja in vielen Kinderköpfen gar keine Glaubenssätze mehr entstehen, die im zerstören. Idealfall. Das wäre ein Traum. Ja. Ja gut, aber das ist doch wirklich, also es ist doch realistisch, dass man zum Beispiel in den Fachakademien, bleiben wir mal in Deutschland, das Fach Resilienz, wenn man es den Fach unbedingt nennen möchte, etabliert. Also das wäre kein so großer Wurf. Das ist doch das wirklich machbar. Das ist machbar. Das sehe ich genauso wie du. Das ist machbar. Das ist ein Umdenkensprozess. Ja. Und da bin ich aber an dem Punkt, wo ich sage, im Grunde müssen wir unser komplettes Bildungssystem reformieren. Von der Kita bis zur Uni, weil ich glaube, dass wir diese Dinge, ich nenne es jetzt auch mal, es sind ja auch gewisse Soft Skills, die trainiert werden in einem Resilienztraining, ne? Dass diese Dinge in Schule noch nicht so angekommen sind, dass es eigentlich das ist, was Kinder brauchen, ja? In der Zukunft, um wirklich auch in dieser Zukunft mit all den Dingen und Berufen, die zu wählen sind, gut bestehen zu können. Es ist nicht mehr nur dieses Fachwissen, dieses Pauken von irgendwelchen Formeln oder dergleichen. Es sind wirklich diese Dinge, die uns das Miteinander erleichtern. Sie brauchen es jetzt schon, Sie brauchen es nicht erst in der Zukunft. Nein, Sie brauchen, das stimme ich dir zu. Und das kommt aber im Moment noch zu kurz im Bildungssystem. Ja. Dass das noch zu wenig trainiert wird, sei es Teamkompetenzen, ja, wie kommuniziere ich, Konfliktmanagement, diese ganzen Dinge, die kann man in Schule schon hervorragend trainieren. Ja.
Das ist meine Meinung dazu. Ja, das denke ich auch. Und das ist aber genau das Thema, wie können wir es denn, jetzt sind wir beide mit Erzieherinnen und pädagogischem Fachpersonal, arbeiten wir beide, also jeden Tag eigentlich, wenn wir jetzt den Blick wegwenden, weil es schauen uns nämlich nicht nur Pädagogen zu. Was kann denn so der, was können denn Menschen, die nicht mit Kindern arbeiten oder die nicht viel von Pädagogik und Psychologie jetzt verstehen, weil sie einfach andere Fachkenntnisse haben. Ja. Was kann denn jeder so im Alltag für sich tun? Was macht mich denn ein bisschen resilient? Hast du so, da gibt es doch immer so dieses, ich finde es ja furchtbar, so 10 Tipps, aber einer reicht schon. Ah, die möchte ich ungern raushauen. Ja, die sind auch nicht so toll. Also ich glaube, jeder kann für sich schon ganz viel tun, wenn er wirklich sich jeden Tag mal 10 Minuten, fang einfach mit 2 Minuten an, für sich in die Stille geht und atmet, sich mit dem Atem verbindet. Also Resilienz, so wie ich es verstehe, Resilienztraining, wie ich es verstehe, hat auch viel mit Achtsamkeit zu tun. Ja? Und der Atem ist wirklich so dieser Schlüssel, der uns verbindet, der uns erdet. Kann ich auch in jedem Moment machen, wenn ich aufgeregt bin, wenn ich im Gespräch gehe. Das machen viele auch schon sehr unbewusst. Ja? Ich kann es aber auch bewusst nutzen, zum Beispiel. Und das gerne steigern, dass es mehr und mehr wird, dass man wirklich mal einfach in die Stille geht, den Kopf auch ausschaltet und bei sich ist. Das ist sehr schwer. Kopf ausschalten ist sehr schwer. Das ist keine Anfängerübung. Ich sage dir, fang mit 1 Minute, 2 Minuten an. Ja? Dass du das ganz klein beginnst und das dann so langsam, aber sicher steigerst. Und Kopf ausschalten ist schwer. Da wäre mir eine Anregung als nächstes, fange an, deine Gedanken zu erziehen. Das, was hier oben zwischen deinen Öhrchen im Biocomputer passiert. Und sag einfach mal, wenn da das Karussell sich dreht, stopp. Ja. Stopp. Finde ich einen ganz wichtigen Hinweis. Ich sage das auch oft, also ich nenne es Psychohygiene, dass ich einfach dafür sorge, dass ich mir nicht jeden Gedanken in Dauerschleife erlaube. Richtig. Man kann sich nämlich auch wirklich, ich glaube, also grübeln würde ich es auch nennen, man kann sich auch selbst in den Abgrund hineindenken. Ja, das ist ja bei Burnout auch so. Das ist eine Teufelsspirale, die nach unten geht. Ich habe es also kennengelernt, wie das funktioniert. Ich weiß es. Ich habe das wirklich par excellence praktiziert und brauche es nicht wieder. Und ich muss gestehen, was tatsächlich für mich sehr wirksam ist, ist gerade diese Gedankenerziehung. Ich meine, du hast ja 2 mega, mega süße Hunde, ne? Also ich, jedes Mal, wenn ich sie sehe, geht mir das Herz auf. Ja. Aber die werden ja auch erzogen, ja? Die wissen Sitz, Platz. Und wenn die da bei dir im Lernmeer in ihrer, sage ich jetzt mal, Lounge-Ecke liegen, beide so in Eintracht, das hast du denen ja beigebracht, dass die beide da liegen. Ja, gehe ich mal von aus. Nee. Also mein Mann erzieht die Hunde sehr. Der sagt immer, ich habe die typischen Pädagogenhunde. Ja. Meine Hunde funktionieren, was mich angeht. Okay, vielleicht profitiere ich auch davon, dass der Carsten strenger mit ihnen ist. Und dann profitieren die Hunde und du davon, genau. Also, ich weiß es immer nicht so. Ich glaube ja, meine Hunde, die, wenn ich die rufe, die kommen halt, weil sie sich freuen, wenn sie bei mir sind. Ja. Das habe ich von einer ganz, ganz tollen Hundetrainerin gelernt. Ja. Die sagt von wegen, arbeite du mal mit dir und nicht mit den Hunden. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Das genau. Eva Windisch mit Hunden sein. Ja. Und was habe ich gemacht? Ich habe angefangen, mir zu vertrauen. Ja. Im Umgang mit den Hunden. Ja. Und ich rufe sie halt nicht mit so einem zu mir, also was so wie auf dem Militärplatz, sondern ich rufe ihre Namen und zwar so, dass sie sich freuen, wenn sie kommen. Ja. Und natürlich gibt es bei Mami Leckerli ohne Ende. also okay, natürlich, ganz viele Parallelen, ganz viele Parallelen. Behaviorismus, also ich verstärke natürlich ohne Ende, das weiß ich. Ja. Aber dieses typische Sitzplatz bleib, habe ich nie gemacht und es funktioniert. Ja, das ist ja eine ganz individuelle Art. Und wenn es funktioniert, ist es doch super. Aber was ich damit sagen möchte, was hat das mit Resilienz zu tun, um uns zu unserem Thema zurückzukommen oder mit unseren Gedanken zu tun? Die Hunde, da bin ich immer sofort weg, ja. Ich merke es, es ist auch zu schön. Im Grunde, wenn wir so mit uns umgehen, ja, und auch in der Selbstfreundlichkeit sind und uns auch mal in der Selbstfreundlichkeit genehmigen, stopp, darüber musst du jetzt nicht nachdenken. Gib nicht deinem Außen die Macht,
zu entscheiden, was in dir drin passiert. Behalte die Macht bei dir und ermächtige dich selber. Ich meine, jetzt können wir lange über Macht sprechen. Es ist auch meist ein bisschen negativ turniert. Aber ich sehe es positiv. Ich sehe es wirklich positiv, dass wir dadurch ein Selbstmanagement haben, womit wir uns auch, ja, auch unsere Gedanken im Grunde in die Richtung lenken können, die wir haben wollen. Und ich kann dann sagen, was möchte ich denn stattdessen haben? Wenn ich weiß, ich sage, boah, nee, also das Gespräch möchte ich auf gar keinen Fall mehr haben. Das war ja sowas von daneben. Frage dich, wie hättest du es denn gerne? Wie hättest du gerne dieses Gespräch? Was braucht es, damit es gut läuft? Und dann sorge dafür, dass es das nächste Mal so läuft. Ja? Und das sind so Dinge, die wir im Resilienztraining trainieren. Ja? Oder auch zu schauen, was waren die positiven Dinge am Tag? Zähl abends mal auf, was ist das denn, wofür du dankbar sein kannst? Und das sind so viele Dinge. Wir Und leben in der Welt. morgens, ne? Ja. Ich glaube, es ist auch wichtig, wenn man in den Tag startet, gerade wenn es einem vielleicht nicht so gut geht, dass man sich dann überlegt, wofür bin ich dankbar, was habe ich alles? Ja, Mein genau. liebstes Beispiel ist immer dieses allein, dass ich fließendes Wasser in verschiedenen Temperaturen habe. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Das sehe ich ganz genauso wie du. Wir leben in der westlichen Welt, ja, und wir haben wirklich, ja, wir haben das, was wir brauchen. Und ich sag mal, irgendwie sorgt der Staat für uns alle in irgendeiner Form, ja. Manchmal denke ich mir, wir haben zu viel, wir sind zu satt und dadurch vielleicht auch sehr, sehr schnell auf einer Ebene, wo wir unzufrieden sind. Und Ja, deswegen. wobei Corona uns ja gezeigt hat, dass es auch anders geht. Ne? Wir leben seit einem Jahr jetzt ja schon auch in einem, ich sage jetzt mal, hat sich unser Leben verändert. Ich drücke es mal so aus. Und die Dinge sind nicht mehr ganz so selbstverständlich, wie wir sie Das eigentlich stimmt. kennen. Und da finde ich es auch wichtig, dahin zu schauen, wofür können wir dennoch dankbar sein? Und was haben wir dennoch? Wir haben ein super funktionierendes Gesundheitssystem in Deutschland. Ja? Und wirklich hinzugucken, was sind die Dinge, die nicht selbstverständlich sind, Ja. für die wir dankbar sein können. Ich glaube, es heißt immer von wegen, das Vergleich der Tod von keine Ahnung, was ist. Ja. Ich sehe das anders. Ich glaube nur, dass wenn wir vergleichen, wir tun es einfach. Ja, ich kenne niemanden, der sich nie vergleicht. Aber Vergleich geht nicht nur nach oben, sondern auch nach unten. Und wenn ich Ja. vergleiche, dann muss ich mir mal beide Richtungen auch anschauen. Und dann werde ich Ja. immer jemanden finden, der ein Segelboot hat und das hätte ich auch so gern. Aber ich werde auch immer jemanden finden, der in einer Lehmhütte, wenn überhaupt eine Lehmhütte oder in irgendwie auf der Ja. Straße schläft. Und das hätte ich nicht gern. Ich sag mal, wenn ich merke, dass ich unter dem Vergleich leide, ja, es gibt ja Menschen, die dann unter diesem Vergleich leiden, weil sie sich meistens nach oben hin vergleichen und nicht nach unten, dann bitte überlege, was du tun kannst für dich, dass du da rauskommst aus der Nummer und dass du die Dinge dann für dich auch verändern kannst, Ja. ja. Und das, denke ich, ist auch ein hilfreicher Antrieb, nicht darin zu verharren und dann nur noch, funktioniert nicht für mich, ne? Irgendwie schaffen es alle anderen, nur ich nicht. Dann guck bitte, was kannst du für dich tun, damit auch du zu dem Punkt kommst, an den du möchtest. Und das hat ganz viel dann eben auch mit Zielorientierung zu tun. Das ist auch ein Punkt in der Resilienz, ein Schlüssel der Resilienz, der auch eine hohe Bedeutung hat. Ja, dass wir nicht da, wo wir sind, uns gemütlich machen und einnisten und dann vielleicht gucken, ja, das ist, ich sag mal, wenn du zufrieden bist, alles wunderbar, lass es, bleib dabei. Aber in der Regel ist es ja so, dass die Menschen dann unzufrieden sind und nicht in der Lage sind, ihre Komfortzone zu verlassen. Ja, und da denke ich, ist es wichtig, wirklich dann in Aktion zu kommen, in die Selbstwirksamkeit zu kommen und zu gucken, was kann ich denn für mich tun und welche Ziele kann ich für mich auch, sage ich jetzt mal, setzen, dass ich da auch weiter in Bewegung bin. Also was ganz Aktives. Ich habe bei dem Wort Komfortzone, denke ich mir immer, also wenn es denn wirklich eine Komfortzone ist und es mir da gut geht, wieso sollte ich sie denn verlassen? Da wäre ich doch bescheuert. Aber es ist Richtig. ja oft eben keine Komfortzone. Es ist ja Richtig. oft so, die fühlen sich eben nicht wohl. Das ist kein Komfort. Es ist nur, Entschuldigung, manchmal auch Trägheit, um nicht zu sagen Faulheit. Was zu tun, um ein Ziel zu erreichen. Und das wissen wir alle, Ziel, das ist schon, kann schon auch ganz schön Ja. anstrengend sein. Ja, ich möchte das gar nicht bewerten, was das für den einzelnen Menschen ist. Er selber wird es spüren, was es ist. Die Frage ist, möchte er sich bewegen oder möchte er sich nicht bewegen? Das ist ja eine eigene Entscheidung letztendlich. Und wenn ich was verändern möchte, kann ich das tun. Wenn ich es aus eigenem Antrieb nicht schaffe, dann kann ich mir auch Hilfe holen. Ja, wir haben genug Menschen auf diesem Planeten, die einen unterstützen können.
dass man dann auch in Bewegung kommt. Das ist ja immer die Frage, was ist in mir und was bewegt sich in mir? Genau, und lasse ich mir helfen oder schaffe ich es auch alleine, wenn ich es alleine machen will? Ja. Was aber nicht wirklich resilient ist und es schadet im Prinzip dem Individuum und allen, sind einfach unzufriedene Menschen, die sich nicht bewegen, nicht wollen, einfach sagen, mache ich nicht, bleibe ich hier, tue ich mir lieber leid. Ja. Und das ist für mich das Gegenteil von Resilienz. Mhm. Und Resilienz hat eben viel, viel mit Eigenaktivität zu tun, mit Selbstverantwortung zu tun. Und dabei gibt es eben auch Menschen wie dich, die einem dabei helfen können, wenn sie denn wollen. Ja, was ich auch empfehle, gerade was du gesagt hast, ne, die sitzen dann da, wollen sich nicht helfen lassen. Netzwerk ist ja auch eine Säule der Resilienz. Ne? Und da kann man sich natürlich Hilfe holen und gucken, was kann ich tun. Und ich denke mal, es ist ja so gerade im Moment, dass wir ein 2-Milliarden-Paket verabschiedet haben, damit Kinder und Jugendliche Unterstützung bekommen jetzt in dieser Corona-Zeit, ja, oder durch die Corona-Zeit verursachte Defizite aufzuarbeiten. Da höre ich immer Nachhilfepakete, dies, Unterricht, jenes. Nee, wir müssen ganz irgendwo anders anfangen. Wir müssen erstmal gucken, dass wir die Kinder wieder und die Jugendlichen emotional stabilisieren. Danke. Ja? Dass sie überhaupt erstmal wieder in die Lage kommen, den Horizont zu öffnen und wieder in die Lage kommen, das aufzunehmen. Denn wir haben im Moment Kinder, die sind bis in die Haarspitzen überreizt. Ja? Ich bin so froh, dass du das sagst. Es ist toll, dass es Milliarden, wir nehmen auch noch ein paar Milliarden mehr für die Bildung, alles gut. Ja, natürlich. Ja. Jetzt echt mal klug mit dem Geld umgehen. Aber also, bitte richtig einsetzen an den richtigen Stellen. Ja. Also das Letzte, das Allerletzte, was Kinder jetzt brauchen, gerade die Kinder, die jetzt besonders leiden und gelitten haben, sind Sommerferiencamps mit Mathe-Nachhilfe. Entschuldigung, da kriege ich da... Ich will es nicht sagen, weil es nicht schick ist, wenn ich sage, was ich da könnte, aber es hat sowas mit Übergeben zu tun. Ich finde es ganz, ganz schlimm. Die brauchen als allererstes jetzt mal wieder Freude, Lebensfreude, müssen aufgebaut werden, müssen wieder mit ihren Schulkollegen in Kontakt kommen, wieder Freundschaften schließen, aufbauen. Ja. Brauchen von mir aus Resilienztraining, aber irgendwas. Das brauchen sie mit Sicherheit. Macht. Ja. Und dann, wenn einigermaßen wieder alles in Balance ist, in psychischer Balance, dann denken wir über Mathe-Nachhilfe nach und keinen Tag früher. Das ist ganz meine Meinung. Und ich glaube, wir zäumen das Pferd wieder vom falschen Ende auf, wenn wir da mit Mathe-Camps, sage ich mal, anfangen. Im Grunde müssen wir erstmal Kinder wieder in die, in die Situation versetzen, dass sie wieder in Kontakt treten können. Ja, man weiß es doch. Ich meine, also dieses Wissen ist ungefähr 30 Jahre alt. Mhm. Dass ich nur, wenn Menschen sich wohlfühlen und nur dann lernen sie nachhaltig, richtig, dann sind sie überhaupt offen, ja. Also da muss ich das regt mich so auf. Ja. Dass es jetzt wieder nur um irgendwelche Fächergeschichten geht, die trainiert werden. Das ist doch totaler Schwachsinn. Also mich beschäftigt das gerade auch sehr, muss ich sagen. Und ich hätte im Grunde jetzt an der Stelle wirklich gerne so flächendeckende Resilienztrainings, sage ich mal, wo Kinder wirklich erstmal in die Natur können, sich wieder als Gruppe erleben können und dürfen, wo man wirklich auch Programme macht, die ihr Selbstwert erstmal wieder stärken, dass sie gestärkt in Schulsituationen reingehen können, ja, denn ich bin jetzt wieder unterwegs, ich gehe wieder in die Praxis, unter Corona-Bedingungen natürlich. Wir haben in Nordrhein-Westfalen die offene Ganztagsschule. Normalerweise sind in diesen offenen Ganztagsschulen 80, 90, 100 Kinder. Ja, das sind also große Gruppen. Manche Konzepte sind auch so, dass diese Gruppen unterteilt sind. Aber ich erlebe im Moment relativ kleine Gruppen und die Kinder sind schon überreizt und können nicht mehr wirklich in Kommunikation und Kooperation gehen. Ja. Also jedes Kind schafft es in irgendeiner Form, sich seinen Raum zu schaffen mit seinem Verhalten. Ja? Wir kennen ja aus der Pädagogik diesen Begriff verhaltensoriginell, was die Gruppe dann eben ansteckt. Und was mir einfach deutlich zeigt, die Kinder sind überreizt. Sie wissen gar nicht, wie sie mit sich umgehen sollen. Und wir haben sozialpädagogische Fachkräfte, die dann reglementieren, die dem gegenüberstehen und das gar nicht zu nehmen wissen. Und denen auch, ich sage jetzt mal, also sie lernen es ja. Sie lernen auch Theorien, wie man kommuniziert, aber denen definitiv auch da noch Handwerkzeug fehlt, wirklich auch entsprechend zu kommunizieren, weil sie ja selber, und da möchte ich wirklich auch keinen Vorwurf draus machen, selber aus einer Situation kommen, die sie über jetzt fast ein Jahr
Ja. Wirklich angestrengt hat, Genau, sind wir genau bei dem Thema, da sind wir wieder beim Thema Seelenprügel. Das passiert natürlich jetzt vermehrt. Ja. Durch die Anspannung durch alle und eben auch durch mangelndes Training mit einem selbst. Also wir müssen mit diesen Millionen und Milliarden, die jetzt fließen, wir könnten sie echt klug anlegen. Absolut, und es gäbe auch genügend Menschen, die Resilienztrainings, vielleicht jetzt nicht wie du sie machst, aber es gibt ja genügend Menschen, die sowas Ähnliches anbieten. Ja. Oder die du auch trainieren könntest, sowas geht wahrscheinlich auch mit einer gewissen Grundausbildung relativ schnell. Aber würde mal so sagen, das geht. Und dann wäre es ganz wichtig, dass sobald jetzt irgendwie die Lockerungen anfangen, dass wir an einem ganz anderen Punkt mit Kindern anfangen und um Gottes Willen nicht die Kinder in die Schulen zurückholen. Die Kitas sind die ganze Zeit offen. Ich weiß gar nicht, wer auf die glorreiche Idee gekommen ist, zu sagen, die Kitas haben zu, die haben die ganze Zeit offen. Ja. Die haben einen eingeschränkten Notbetrieb, was in manchen Einrichtungen Normalbetrieb bedeutet. Ja. Die haben nur geschlossen, wenn wirklich... wirklich relativ dicht. Ja. Wenn das jetzt wieder losgeht, dann muss man doch erstmal fragen, wenn sie zurückkommen, die Kinder und die Jugendlichen, wie geht's euch, was braucht ihr jetzt und nicht, wir machen weiter, wo wollen wir denn weitermachen? Ja, vor allen Dingen muss man sich ja vor Augen führen, dass so ein Kinderjahr fast wie 7 Erwachsenenjahre in der Entwicklung zählt, das muss man sich mal vor Augen führen. Und wir wissen ja gar nicht, was hinter diesen ganzen verschlossenen Türen passiert ist in dieser Zeit, als die Kinder zu Hause waren. Ich meine, da haben wir ja auch einen bunten Querschnitt, was Kinder erleben zu Hause, wie Eltern auch. Und da sind wir jetzt mal bei den Eltern. Und da fängt es ja eigentlich an, auch mit der Resilienzentwicklung. Wenn ich resiliente Eltern habe, dann habe ich häufig auch resilientere Kinder. Und das fängt ja mit der Bindungstheorie an. Da habe ich sicher gebundene Kinder, haben die bessere Voraussetzungen erstmal, dass sie wirklich ihre Resilienz entwickeln können, als Kinder, die nicht so sicher gebunden sind, was nicht heißt, dass sie es nicht lernen können. Ja, man kann es ja lernen. Und ich sehe dich gerade nachdenken. Ja, ich glaube, wir führen das Gespräch ja für die Stiftung. Das wird auf der YouTube-Seite der Stiftung hochgeladen. Jetzt sagst du gerade resiliente Eltern. Wir bleiben in Kontakt und ich hatte jetzt gerade die Idee, wir könnten doch irgendwas Kleines, einen Minikurs, was auch immer, entwickeln. Also du, nicht ich, die Stiftung zahlt dich, damit du das machst. Ja. Den man dann irgendwo hochladen kann oder irgendwas macht, wo ganz niedrigschwellig Menschen, die Lust drauf haben, so ein Resilienz, weiß ich nicht, wie man es nennt, sowieso die 5-Minuten-Terrine, weißt schon, so 5-Minuten-Resilienz. Keine Ahnung. Ich verstehe, was du meinst. Ja. Lass uns reden. Ja, können wir gerne machen, sehr, sehr gerne. Glaube ich, ist wichtig und wäre auch richtig und es würde auch sehr gut zum Thema der Stiftung passen, weil es haben alle was davon. Ja. Sehr gerne. Möchtest du, ich gucke nämlich auf die Uhr, ich habe jetzt gleich Seminar, deswegen muss ich aufhören. Mir geht es gleich auch im Alltag weiter, Möchtest du denn den Zuhörerinnen und Zuhörern oder Zuschauerinnen und Zuschauern, bei YouTube schaut man ja auch, irgendwas mitgeben? Du hast das letzte Wort. Ich habe das letzte Wort. Ja, und ich kann das als letztes Wort nur mit auf den Weg geben, achtsam mit sich selbst zu sein, in einem guten Selbstdialog mit sich zu sein und täglich was für seine eigene Resilienz zu tun. Denn damit erhöhen wir alle unsere Lebensqualität und es wird in die Gesellschaft gespült. Das ist wie so ein Steinchen, das wir ins Wasser werfen. Es wird Kreise ziehen, Kreise ziehen, Kreise ziehen. Und ja, wir werden einfach auch eine freundlichere und respektvollere, wertschätzendere Gesellschaft dadurch bekommen. Zumindest möchte ich daran glauben. Ich glaube mit dir daran. Ich bin davon überzeugt, dass es geht. Ja. Ich danke dir, liebe Elke. Ich danke dir, liebe Anke, dass ich bei dir sein durfte in deinem Interview hier heute. Sehr, sehr gern. Wir bleiben in Kontakt. Das machen wir. Wiederschauen.